ist es passiert, ich wurde angehalten. Und zwar war ich ganz normal einkaufen und wollte nach Hause fahren dann. Dann bin ich am Kreisverkehr abgebogen. Dann habe ich auch schon links so im Augenwinkel schon die Polizei gesehen. Ich habe ja immer die Augen auf, habe immer alles im Blick, rechts, links, vorne, hinten. Das habe ich grundsätzlich immer beim Rollerfahren. Es gibt Menschen, die fahren dann einfach irgendwie vertieft oder fokussiert oder sowas oder nehmen die Umgebung nicht wahr. Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, immer so alles im Blick zu haben, auch so Nebenstraßen oder so. Also nicht nur wegen der Polizei, falls die Polizei irgendwo ist, auch falls mal jemand was übersieht oder dich als Rollerfahrer zum Beispiel übersieht, dass du das halt auch im Blick hast. Auf jeden Fall habe ich dann die Polizei schon gesehen, so von der Nebenstraße. Dann ist die Polizei dann auch dort abgebogen, wo ich abgebogen bin. Ist eine Zeit lang hinter mir hergefahren. Ich habe das natürlich beobachtet, weil ich sowieso alle 10 Sekunden spätestens in den Rückspiegel gucke. Und dann habe ich auf einmal ein Stoppsignal gesehen. Oder ich weiß nicht, was da drauf steht. Bitte voll. Ne, Stopp. Stopp stand da, glaube ich. Genau. Und die waren direkt hinter mir. Und das hieß dann natürlich, dass die mich damit meinen. Und ich würde natürlich jedem empfehlen, dann noch anzuhalten und nicht abzuhauen, weil in den meisten Fällen kriegen die dich. Es gibt natürlich Videos online, wo die Leute dann abhauen, irgendwelche Seitenstraßen nehmen, wo dann Spoiler sind oder sowas, wo die Polizei nicht durchkommt. Ja, ein kleiner Prozentteil kann dann abhauen, aber die haben auch dein Kennzeichen notiert. Du kannst ja dann auch sagen, ja, mein Roller wurde geklaut oder sowas. Aber dann kannst du den Roller zum Beispiel auch nicht zu Hause abstellen, dann musst du den irgendwo anders abstellen. Dann musst du auch begründen, warum du das nicht gemeldet hast der Polizei, dass dein Roller geklaut wurde und warum du das nirgendwo auch bei der Versicherung gemeldet hast und so weiter und so fort. Das musst du dann natürlich alles begründen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, haltet an. Haltet auf jeden Fall an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit 100 fahrt und ihr werdet dann angehalten, selbst dann würde ich anhalten, weil ihr werdet erwischt, so oder so. Zu 99% sage ich mal. Und wenn ihr abhaut und ihr werdet dann erwischt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. So, ich war aber normal schnell, wie erlaubt, bin dann natürlich rechts abgebogen. Ja, natürlich war ich aufgeregt, weil das war jetzt insgesamt das dritte Mal in meinem Leben, dass ich angehalten wurde. Dann ist man natürlich ein bisschen aufgeregt einfach, ne, weil das einfach nicht alltäglich ist, ganz einfach. Jeder wäre dann da etwas nervös. Dann habe ich den Roller abgestellt in der Seitenstraße. Dann haben die Beamten mich nett begrüßt. Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Dann haben die natürlich erstmal meine Roller angeguckt, ganz genau. Ich habe die Reaktionen ganz genau beobachtet. Danach haben die gesagt, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte, Versicherungsnachweis. Da habe ich denen alles gegeben mit Ausweis. Dann wollen die auch, also die Standardpapiere halt. Dann haben die sich die Papiere angeguckt, dann haben die mich abgecheckt, also meinen Namen, ob alles im Reinen ist, ob ich auf der Flucht bin oder sowas, also die Standardprozedur. Das war alles okay, Papiere und alles stimmten. Und dann haben die sich den Roller angeguckt und dann haben die mir ein paar Fragen gestellt. Wie schnell der Roller natürlich ist, das ist die Standardfrage. Dann habe ich den alles ganz normal beantwortet, so wie, also ich habe dann halt gesagt, ja, der Roller fährt wie laut den Papieren. Dann hat der Beamte gesagt, ja, der fährt doch bestimmt ein bisschen schneller, oder? Dann habe ich gesagt, der Roller fährt so wie in den Papieren, so wie es erlaubt ist. Dann habe ich gesagt, die Tachos von den Mopeds, die haben immer eine Abweichung von 10%. Es ist auch so, ich habe sie auch getestet. 10% Abweichung hat man dort, die sind halt sehr ungenau. Dann hat er noch so Nebenfragen gestellt, wie zum Beispiel, woher hast du den Roller? Da habe ich gesagt, ja, ich habe den Gebrauch gekauft und wie teuer war der Roller, es war halt dann so ein bisschen Interesse. Da habe ich gesagt, 800 Euro und dann hat er gesagt, ja, da musst du aufpassen, da muss man wirklich aufpassen, bei gebrauchten Roller wird man echt übers Ohr gehauen und so weiter. Also das war eine sehr, sehr nette Konversation. Natürlich, wenn man angehalten wird, muss man darauf achten, dass man sehr höflich einfach ist, neutral, sich nicht die Nervosität anmerken lassen. Wenn man jetzt zu arg nervös ist zum Beispiel, dann ist das meistens halt ein Anzeichen, dass man etwas zu verbergen hat. Also wenn man zum Beispiel mit der Hand zittert dann oder so oder lallt, ja, oder anfängt zu stottern, dann ist das meistens dann immer so ein Zeichen der Unsicherheit und dann wird dann meistens nochmal genauer geprüft. Ich kann nur die Tipps geben, cool bleiben. Freundlich, man sollte eigentlich immer freundlich sein, nicht nur wenn man angehalten wird, sondern grundsätzlich zu allen Menschen. Einfach
höflich sein. Was ich auch noch anraten kann, ich hatte zwar schon ein Video darüber gemacht, ja, aber ich wurde jetzt aktuell angehalten und ich wollte einfach nochmal drüber berichten. Wenn jetzt mein Roller zum Beispiel optisch getuned wäre, ja, wenn da überall so Sticker drauf wären, so Malossi und so weiter und so fort, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, hätte der Beamte noch mehr nachgehakt. 100%. Oder wenn da ein Sportauspuff dran wäre, wo Fett Yasuni oder sowas draufsteht, dann wäre der Roller nochmal gecheckt worden. Da bin ich mir 100%ig sicher. Oder wenn er irgendwie extrem auffällig lackiert ist. Deswegen ist es mir immer, sage ich immer, ich lasse den Roller komplett im originalen Zustand. Und ich hole mir auch immer einen Auspuff, der quasi wie ein Originalauspuff aussieht. Ja, deswegen hole ich mir nie diese Schnecken aus Pötte. Ich finde die hübsch, ich finde die auch cool und ich finde den Sound auch cool. Ich hätte auch gerne einen, aber das ist mir zu gefährlich, ganz ehrlich. Ich kann es halt wirklich jedem empfehlen, zu gucken, dass der Roller nicht zu auffällig aussieht. Das ist wichtig, weil früher oder später wird man einmal angehalten. Das ist jeder im Laufe der Zeit, wenn man regelmäßig Roller fährt. Das sind so meine Tipps. Das hat ungefähr alles 10 Minuten gedauert. Dann haben die mir die Papiere zurückgegeben, haben gesagt, schönen Tag noch. Und ja, jeder ist seines Weges gegangen. Wie gesagt, nervös war ich. Ich habe es mir aber natürlich nicht anmerken lassen. Ich gucke halt auch immer, dass immer, wenn 50 ist, fahre ich 50. Wenn 30 ist, fahre ich 30. Und deswegen will ich meinen Roller auch nicht schneller machen. Also wenn ich tune, dann tune ich zum Beispiel in der Hinsicht, dass ich die Beschleunigung optimiere, ja. Das ist im Grunde das Einzige, was ich mache, die Beschleunigung. Aber mit Geschwindigkeit oder sowas mache ich nicht, weil dann ist irgendwann passiert's. Und dann ist die Kacke am Dampf. Es bringt im Grunde nichts. Ich meine, man darf sowieso mit dem Roller meistens nur 50 fahren, auf der Straße auch, außer Landstraße. Es ist ein cooles Gefühl, schnell zu fahren. Ich weiß das macht Spaß. Aber wenn man das so in Beziehungen setzt, dann hat man für den Spaß ein viel zu hohes Risiko. Und es lohnt sich in meinen Augen nicht. Überhaupt gar nicht. Es steht überhaupt nicht im Verhältnis. Ich weiß, viele hören das nicht gerne. Viele möchten schnell fahren. Das kann ich absolut verstehen, dass man nicht 45 km/h fahren will, sondern vielleicht 60 oder 70, dass man halt einfach mitschwimmen kann und dass man halt auch mal ein bisschen vorankommt, verstehe ich absolut. Und wenn man das unbedingt will, dann soll man den großen Lappen machen. Und wenn man ein bisschen jünger ist, dann halt warten. Ich meine, man ist 16, man denkt, man hat keine Zeit mehr, aber man hat unendlich viel Zeit im Grunde danach noch. Und man kann danach, wenn man den Lappen hat, immer noch schnell fahren. Das ist im Grunde die Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Passt auf, fahrt immer vorausschauend. Guckt links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Haltet die Geschwindigkeit im Auge immer, wenn der Roller zu schnell ist. Und immer schon höflich bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen assi wäre, so, ja, was ist denn hier los, was habe ich gemacht, ich verstehe das alles nicht, so ein bisschen rebellisch auch, das funktioniert einfach nicht. Man denkt, man ist dann cool, aber am Ende ist man der Loser. Das ist einfach so. Und es ist auch so, dass die Beamten einfach den längeren Hebel haben. Egal, was du machst, egal, wie cool du auch sein magst, am Ende hast du den kürzeren Hebel. Es ist einfach so. Findet euch damit ab. Und es sind halt auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel am Helm, dass diesen Verschluss zu machen. Oder guckt, dass eure Reifen nicht zu heftig abgefahren sind. Solche Sachen. Oder guckt zu, dass ihr keine Burnouts macht. Das sind halt immer so Kleinigkeiten, die Aufmerksamkeit erregen und nicht gut ankommen einfach. Manchmal mache ich eine Vollbremsung mit dem Hinterrad, weil ich einfach dieses Geräusch mag. Wenn es so quietscht, so tschuh. Ich finde das Geräusch cool, aber ich mache das dann halt nur, wenn ich so richtig viel Platz habe und weit und breit niemand zu sehen ist und ja, keine Autos und so weiter und so fort. Dann mache ich das ab und zu, aber ich sage, ein bisschen Spaß muss man haben, aber man soll auch nicht übertreiben. Wurdet ihr denn schon mal angehalten? Und wenn ja, was ist da passiert? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren. Abo und Like und Kommi und Glocke, ihr wisst Bescheid, wäre alles super cool. Schaut bitte auch mal in die Beschreibung. Dort habe ich auch meinen anderen Kanal verlinkt. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt und so weiter und so fort, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben.
unten. Eines wollte ich noch sagen, ich habe momentan viele Kommentare von Vergaser abstimmen. Was ist, wenn man das verändert, muss man das abstimmen und so weiter. Das sind alles berechtigte Fragen, aber ich sag jedem, empfehle jedem, googelt erstmal ein bisschen. Die meisten Fragen kann wirklich Google beantworten. Ich werde zwischendurch immer wieder auf Fragen eingehen, aber ich kann jetzt erstmal nicht alle Fragen gleichzeitig beantworten. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber die meisten Fragen zu 99%, ihr müsst es nur kurz bei Google eingeben und dann habt ihr eigentlich schon mit ein bisschen Recherchieren die Antwort. In dem Sinne, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Haut rein.